Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns was ganz Einfaches. Wir werden uns einen Krautsalat machen oder auch Coleslaw genannt. Den könnt ihr nehmen, um euch Pulled Chicken Burger zu machen. Pulled Pork Burger könnt ihr damit machen. Aber der geht natürlich auch hervorragend nur als Beilage zu gegrilltem. Und das Geniale ist, er ist nicht im KFC-Style, sondern mal ganz anders, aber richtig lecker. Wenn ihr sehen wollt, wie man sich den macht, dann solltet ihr das Video hier natürlich bis zum Ende gucken. Und sollte euch gefallen, was ich hier so mache, dann könnt ihr das gerne mit einem Daumen hoch belohnen oder im besten Fall noch mit einem Abo. Und jetzt geht's los mit den Zutaten. Und los geht's da mit unserem Kohl. Da habe ich hier jetzt einmal einen Urkohl liegen, den nehme ich für solche Salate am liebsten, weil der bläht nicht so, der ist sehr leicht bekömmlich. Ihr könnt natürlich auch einen normalen Weißkohl nehmen, ihr könnt einen Spitzkohl nehmen, das ist recht egal. Aber hier könnt ihr wirklich voll auf Kümmel verzichten und so weiter und so fort. Und das macht sie in so einem Salat viel besser. Als nächstes brauchen wir dann noch ein paar Möhren und Zwiebeln. Ich habe jetzt hier rote genommen, weil optisch macht sich das in dem Salat besser. Ihr könnt aber auch weiße nehmen und wir brauchen frische Petersilie. Und so ein Salat wäre ohne Dressing natürlich nichts. Da brauchen wir einmal Joghurt, ein wenig Öl, wir brauchen Senf, wir brauchen ein bisschen Mayo. Hier vorne habe ich Zitronensaft, dann brauchen wir Agavendicksaft. Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch Honig nehmen. Und hier drüben habe ich noch einmal Gemüsebrühpulver. Da könnt ihr Fertiges aus dem Laden nehmen. Oder so wie ich, selbstgemachtes. Und wie ihr euch dieses selbst macht, da ploppt hier oben jetzt ein Video auf. Das könnt ihr euch gerne angucken. Und Käse brauchen wir auch. Das waren sie, unsere Zutaten, alles wieder recht überschaubar. Somit können wir auch gleich starten. Da müssen wir natürlich noch einige schnippeln, weil diesmal habe ich es nicht vorgeschnippelt. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir mit den Zwiebeln an. Die habe ich fürs erste halbiert und aus diesen Hälften, da schneiden wir uns jetzt hier solche Halbringe. Als nächstes nehmen wir uns dann hier den Urkohl. Da habe ich jetzt schon die äußeren unschönen Blätter abgemacht. Dann nehmen wir uns unser scharfes Messer, schneiden den einmal durch. Dann gucken wir, dass wir jetzt hier so ein bisschen den Strunk rausschneiden. Gerade bei so einem Kohl ist immer wichtig, versucht das vom Körper wegzumachen. So, dann haben wir den auch raus. Ja, und jetzt können wir den einfach nehmen und schneiden jetzt hier so runter, dass wir wirklich so dünne, feine Stückchen haben. Wenn die so hier aussehen, ist das perfekt. Alternativ könnt ihr den natürlich jetzt auch noch über einen Hobel jagen, aber ich denke mal, beim Schneiden haben wir so ein bisschen mehr Konsistenz und dann ist das Ganze, denke ich mal, vom Mundgefühl her so ein bisschen besser, als wenn wir da nur diese gehobelte Pampe haben. Aber wie gesagt, wer drauf steht, kann das so machen. Wenn der Kohl dann geschnitten ist, könnt ihr den zusammen mit den Zwiebeln hier schon mal in so eine Schüssel geben. Ja, und jetzt geht es weiter mit den Möhren. Und für die Möhren, da holt ihr euch dann hier so eine Raspel, Hobel, Reibe, wie es auch bei jedem Einzelnen heißt, ist egal. Ihr seht, was ich meine. Ja, und da reiben wir uns dann jetzt schön die Möhren drüber, weil die sollen wirklich nur so fein in dem Salat drin sein. Und die Petersilie, die wird einfach nur fein gehackt. Und auch die zwei Sachen könnt ihr dann hier zum Kohl und den Zwiebeln geben. Und dann stellen wir das erstmal beiseite. Denn final müssen wir uns jetzt nur noch das Dressing machen. Und das geht so. Dazu nehmt euch dann die Schale mit dem Joghurt. Da kommt dann unser Zitronensaft zu. Das Öl. Unser Gemüsebrühpulver. Dann den Senf. Die Mayonnaise. Etwas von dem Agavendicksaft. Etwas Pfeffer muss auch noch da dran. Den habe ich bei den Zutaten vergessen, aber im Rezept steht da natürlich drin. Und wer hätte es gedacht, jetzt nehmen wir uns hier so ein Quirl und ziehen das richtig schön glatt und gucken, dass das gleichmäßig verrührt ist. Und wenn das dann hier so richtig schön schaumig glatt gezogen ist und das hat sich wirklich alles gut miteinander verbunden, dann nehmen wir hier unser Fingerchen, probieren das Ganze mal. Ja, ein bisschen was an Süße kann auch dazu. Da müsst ihr dann jetzt gucken, was fehlt. Gebt da dazu. Ein bisschen Pfeffer können wir auch noch reinmachen. Salz brauchen wir in diesem Fall nicht, denn wir haben ja das Brühpulver. Das ist salzig genug. Ja, und deswegen
brauchen wir da gar nichts von. Ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, das schmeckt euch jetzt so ab, wie ihr es haben möchtet. Ja, und dann können wir das auch gleich schon hier zum Salat geben. Und bevor wir jetzt das Dressing hier in unsere Schüssel schütten, kommt natürlich noch der Käse dazu, weil der darf auf keinen Fall fehlen. Ja, und dann nehmen wir das Dressing, gießen es drüber. Und wenn das Dressing dann komplett drin ist, brauchen wir einfach nur noch unseren Löffel nehmen und alles gut zu vermischen. Beziehungsweise wir rühren alles durch, dass überall Dressing hingekommen ist. Ja, und dann ist unser Krautsalat auch schon so gut wie fertig. So, und wenn er dann verrührt ist, so wie jetzt, dann nehmen wir den, stellen den nochmal so gute 2 Stunden kalt, dass der durchziehen kann. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Ganze probieren. Nicht ganz 2 Stunden sind jetzt rum, sondern nur knapp eine, weil ich jetzt gleich keine Zeit mehr habe, um das Video sonst fertig machen zu können. Und da ich ja weiß, wie der Salat schmeckt, da es den hier nicht zum ersten Mal gegeben hat, können wir auch jetzt schon probieren. Aber so schaut er auf jeden Fall aus. Und wie ihr dann sehen könnt, man erkennt noch alles. Die Zwiebeln erkennt man, unseren Kohl, die Möhren, Petersilie. Da könnte man noch ein bisschen mehr reinmachen, weil die kommt jetzt nicht mehr so zur Geltung. Da müsst ihr dann halt gucken, wie viel ihr reinmachen möchtet. Mir persönlich reicht das so. Ja, ich mache mir jetzt was auf die Gabel. Ja, und dann werde ich probieren. Und was noch viel cooler ist, den Käse. Aufgrund, weil der fast so aussieht wie der Kohl, erkennt man den auch nicht. Dann habe ich hier mein Gäbelchen. Und für die, die es so gerne sehen wollen, puste ich sogar beim Salat. Guten Appetit. Ja, und da ich weiß, wie er schmeckt, kann ich euch nur sagen, macht diesen Salat mal so nach, also sprich den Coleslaw für Pulled Pork und so weiter in dieser Version. Allein das Dressing, geschmacklich voll der Knaller mit dem Brühpulver und so weiter, mega genial, kann ich euch echt nur empfehlen. Dann, was ich hier am genialsten finde, ist der Käse, den wir da mit reinmachen. Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr macht euer Pulled Pork Burger, das heiße Pulled Pork aufs Brötchen, da dann noch den Coleslaw drauf, beziehungsweise Krautsalat. Das Ganze schmilzt so ein bisschen an. Einfach nur der Hammer. Oder ihr esst das einfach nur so auf einem Stück Fleisch. Da kann man den auch drauf packen, der Käse schmilzt. Das ist wirklich eine mega geniale, leckere Beilage für jetzt Pulled Pork, Pulled Chicken oder halt auch nur so. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Krautsalat ist was ganz Einfaches, aber die Version einfach nur der Knaller. Die habe ich jetzt schon öfter gemacht, weil vorher hatten wir immer den KFC-Style-mäßigen Coleslaw. Aber irgendwann ist man da dran satt. Da habe ich nach was Neuem gesucht. Und da habe ich diesen hier gefunden und ich muss sagen, hammermäßig. Macht den einfach nach, schreibt unten rein, wie hat er euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Video angekommen, quasi von diesem Blitzvideo. Heute auch mal komplett fleischlos, hat es bei mir glaube ich so noch nie gegeben, aber auch das muss mal sein. Aber wir hatten ja Käse mit drin, von daher kann man als Fleischersatz ansehen das Ganze. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, könnt das gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.